Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Unser Thema heute der Businessplanwettbewerb 2015 und dazu begrüße ich Thomas Moll, Leiter am KMU-Zentrum der Universität Liechtenstein. Grüß Gott. Grüß Gott. Bevor wir uns mit dem Businessplanwettbewerb beschäftigen, müssen wir uns ganz kurz mit dem KMU-Zentrum beschäftigen. War in den Medien, Regierung fährt die Beteiligung zurück, es war die Rede vom Schließen. Wie ist der aktuelle Stand? Das KMU-Zentrum wird weiter bestehen. Ich werde auch längerfristig jetzt am KMU-Zentrum tätig sein und dementsprechend setzen wir uns mit der Aufgabenstellung der Regierung auseinander, wie wir das KMU-Zentrum in Zukunft finanzieren können. Das heißt, Sie werden jetzt private Finanziers brauchen oder Sie werden Ihre Dienstleistungen anders bewerten müssen, weil vieles war ja bis jetzt gratis. Das ist richtig. Wir haben sehr viele Dienstleistungen gratis gemacht. Wir werden diese jetzt bepreisen müssen und sind dabei aber auf einem sehr guten Weg, Modelle zu schaffen, dass wir langfristig das KMU-Zentrum finanzieren können. Wir werden vielleicht noch einmal auf die KMUs zu sprechen kommen, weil ich glaube auch der Businessplanwettbewerb richtet sich in einem großen Ausmaß an die KMUs. Aber was ist überhaupt ein Businessplan und wer braucht so einen Businessplan? Grundsätzlich braucht jeder einen Businessplan, der ein Unternehmen gründen will. Er verhilft im Prinzip einen Überblick zu schaffen auf finanzieller Sicht, aber auch im Bereich der Produkte, Dienstleistungen, Marketing, damit man genau weiß, worauf man sich einlässt in den zukünftigen Monaten und Jahren. Dieser Wettbewerb betrifft jetzt nur Neugründer oder auch Unternehmen, die schon bestehen und etwas verändern wollen? Nein, es ist im Prinzip offen für alle, diejenigen, die sich mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen wollen oder auch neue Ideen haben und die sie umsetzen wollen. Das kann von einem neuen Markteintritt ein neues Produkt sein, kann aber auch komplett ein neues Unternehmen sein. Die Größe des Unternehmens ist ein Kriterium? Das spielt an und für sich keine Rolle. Wir haben natürlich ganz klar den Fokus auf die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen bis Maximalgröße von 250 Mitarbeitern. Wobei die meisten Unternehmen starten wirklich als Einzelunternehmen oder als kleine GmbH oder AG mit 3 bis 4 Teilnehmern oder Mitarbeitern. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es einen Preisträger, den wahrscheinlich sehr viele Liechtensteiner kennen, eine Neugründung. Man muss, glaube ich, nur durch Städtle, durch die Fußgängerzone gehen. Da genau, das ist richtig. Der Heuladen. Wie ist das gelaufen? Der Heuladen war der Gewinner 2013 beim Businessplan-Wettbewerb und hat sich mittlerweile sehr gut etabliert in der Innenstadt von Vaduz und entwickelt kontinuierlich neue Ideen und setzt diese fortlaufend um. Souvenirs made in Liechtenstein, so genau. Als Überbegriff. Könnte man so sagen, ja. Was kriegt man als Gewinner? Die Gewinner sind dann für sich die ersten 3 Plätze, wo ausgezeichnet werden. Die bekommen einen Geldpreis. Der erste Platz mit 12.000 Franken, der zweite mit 8.000 und der dritte mit 5.000. Und alle 3 Prämierten bekommen auch einen Business Planning Award. Das heißt, das ist eine neue begehrte Trophäe, die natürlich sich sehr gut im zukünftigen Chefbüro macht. Das Interessante ist ja immer bei solchen Plänen der Soll-Ist-Vergleich. Gibt es sowas auch, zum Beispiel bei Heu? Kriegen Sie Informationen, wie der Laden läuft und wie weit der Businessplan auch umgesetzt werden konnte? An und für sich gibt es keine fixe Regelung dafür. Aber wir versuchen natürlich, den Kontakt zu bewahren, auch zu den Unternehmern selber, zu den Gründern und fortlaufend diese im Auge zu behalten, um auch wirklich Erfahrungen zu sammeln, wie sich die Unternehmen entwickeln. Und seit ich am KMU-Zentrum bin, als Projektleiter, versuchen wir diese Daten zu erfassen und zu erheben und eben der Kontakt und die Community als solches aufzubauen und auch zu pflegen. Gibt es mehr als nur Heu? Also Preisträger, ganz klar, die auch funktionieren klar. Und die man noch sieht, spürt, angreifen kann? Ja, zum Beispiel letztes Jahr war der 2. Platz die Firma Gräber in Vaduz, wo eigentlich mit ihrem Kochstudio sehr innovativ neue Wege eingeschlagen hat. Und das ist natürlich auch wieder ein klassisches Beispiel, wo man tagtäglich sieht, wie sich das entwickelt. Das heißt, wir haben da sozusagen eigentlich je ein Beispiel aus beiden Richtungen, ein bestehendes Unternehmen, das sich neu entwickelt oder neu konzipiert genau. Und eine absolute Neugründung wie Heu. Genau. Gut, dann müssen wir ja mal sagen, wie das funktioniert. Wer kann alles jetzt mitmachen für 2015? Grundsätzlich ist die Anmeldung offen für jegliche Art von Teilnehmern, also sprich Einzelpersonen oder auch Unternehmen. Ich habe eine Idee, genügt schon. Das genügt schon. Und dafür, gerade wenn ich eine Idee habe, haben wir auch im Programm seit letztem Jahr den Ideenworkshop.
wo es wirklich darum geht, Ideen zu generieren von Null weg oder bestehende Ideen zu entwickeln und daraus wirklich ein Geschäftsmodell zu machen. Weil dieses Geschäftsmodell ist natürlich die Grundlage für den Businessplan und soll gewährleisten, dass ein Unternehmen bestmöglich startet. Und an diesen Themen arbeiten wir an diesem Ideenworkshop. Gut, dann müssen wir es der Reihe nach aufbauen. Erste Anlaufstelle, wo gibt es mehr Informationen, wo kann ich mich anmelden? Auf unserer Webseite unter businessplan.li. Dort, also Businessplan, ein Wort, .li, dort gibt es alle Informationen. Dort wird man weitergeleitet auf die Seite des KMU-Zentrums und dort gibt es alle Informationen dazu. Zweite Frage, bis wann kann ich das machen? Die Anmeldung ist im Prinzip möglich bis zur Abgabe der Businesspläne. Also das heißt, ich muss nicht an den Trainings teilnehmen und die Abgabe ist bis 28. April möglich. Bis 28. April? 16 Uhr. Wie gebe ich ab? Digital oder gedruckt? Sowohl als auch. Wir brauchen im Prinzip 2 Exemplare in gedruckter Version und dazu das Ganze auch noch auf CD. Und was erwarten Sie jetzt von einem Businessplan? Papier, Rechenmodelle, Excel-Sheets und ein bisschen Text oder auch Animationen, Modelle? Nein, also grundsätzlich haben alle Businesspläne dieselbe Form. Also es fängt dort an mit dem Executive Summary und geht dann schrittweise über die verschiedenen Themen, Produkt, Dienstleistung, je nachdem, bis über die Finanzplanung, Marketingaktivitäten quer durch. Das Ganze nach einer Vorlage, die ist auch auf der Webseite zu finden, wie das gestaltet werden soll, in welcher Reihenfolge. Und nach diesen Kriterien werden schlussendlich auch die Businesspläne beurteilt von einer unabhängigen Jury. Wer ist diese Jury? Das sagen wir hier an dieser Stelle nicht. Ja, weil wir würden das, Sie gerne beeinflussen. Damit soll auch die Unabhängigkeit gewahrt bleiben. Aber aus welchen Bereichen kommen die Juroren? Das sind, wir haben ein zweistufiges Verfahren. Das erste Verfahren geht wirklich um die sachliche und fachliche Beurteilung. Und dort haben wir ausgewiesene Experten, Unternehmer, die schon sehr viele Jahre an Erfahrung haben, auch in der Bewertung von Businessplänen. Und die machen ein erstes Screening und schauen sich die Businesspläne wirklich im Detail an. Und das wird dann auch nicht auf eine Einzelentscheidung basierend bewertet, sondern das sind immer Gemeinschaftsentscheidungen. Und dort werden im Prinzip von allen Eingereichten 8 ausgewählt, die dann schlussendlich in die zweite Runde kommen. Und die werden dann eingeladen zu einem Pitch-Tag, wo sie vor einer zweiten Jury dann ihre Idee, ihr Produkt vorstellen können und ihre Firma und ihre Ausarbeitung präsentieren können. Diese zweite Jury entscheidet dann über die Reihenfolge, über genau, die Preise. Das ist dann schlussendlich das Endranking, wo die ersten 3 dann prämiert werden. Wie viele Teilnehmer gibt es in der Vergangenheit? In den letzten 2 Jahren waren das immer zwischen 70 und 80 Einzelpersonen und Teams, würde ich sagen, circa 40, die gestartet haben. Und schlussendlich sind es immer ungefähr die Hälfte davon, die auch wirklich abgeben und ihre Pläne einreichen. Aber es ist, wie soll ich das sagen? Also im Baseball würde man sagen, es ist kein Home Run. Es sind viele Teilnehmer und um sich schon für die zweite Runde zu qualifizieren, da muss man schon einiges vorweisen. Ganz klar. Das ist auch der Sinn des Wettbewerbs, dass man wirklich die besten Ideen prämiert. Es geht hier nicht ausschließlich darum, dass wir nur Ideen aus Liechtenstein prämieren, oder? Sondern es geht wirklich darum, die besten Ideen, Geschäftsideen, weil der Businessplanwettbewerb geht ja auch über die Grenzen hinaus. Also es soll ja die ganze Region beflügeln und befruchten und dementsprechend haben wir auch ganz klar das Ziel, diese Offenheit zu bewahren und die Leute sollen auch wirklich über die Grenzen her kommen und ihre Ideen einreichen. Ist es auch so gewesen in den letzten Jahren? Österreicher, Schweizer, Deutsche? Es sind wirklich international. Letztes Jahr hatten wir die Firma Free Sports Company oder das Projekt Free Sports Company mit ihrer Kletterhalle bzw. mit ihrer Free Sports Freestyle Anlage, die sie geplant haben und das war auch wirklich klar für Liechtenstein konzipiert. Schlussendlich ist das Projekt jetzt in München lanciert worden und sie versuchen Investoren zu finden, um die Halle zu realisieren, weil dort einfach ein größeres Einzugsgebiet ist. Und man kann ihnen auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil ein Unternehmen muss dort gegründet werden und umgesetzt werden, wo der Markt auch da ist. Aber wie soll ich sagen, aus diesem ganzen Vorgehensweisen, aus dieser Begleitung während des Businessplanwettbewerbs, da zieht ja eigentlich jeder Nutzen, nicht nur die Sieger. Absolut. Ganz klar, weil grundsätzlich geht es darum, sich mit dieser Idee intensiv auseinanderzusetzen. Wirklich herauszufinden, hat die Idee so viel Substanz, dass sie in der Realität besteht.
ist das Geschäftsmodell wirklich tragfähig? Und das geht nur, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt. Und wir bieten dazu spezifische Trainings an aus den Bereichen Produktentwicklung, Marketing, Finanzen. Alles, was man eigentlich dazu braucht, um sich das Know-how anzueignen. Und sehr viele Leute haben eine Geschäftsidee, aber haben noch sehr wenig Erfahrung, wie man das wirklich umsetzt. Und dazu liefern wir im Prinzip den Input. Und was kostet das, wenn man da mitmacht? Der Businessplan-Wettbewerb ist gratis für die Teilnehmer. Also es kostet kein Training etwas. Auch die Coachings im Rahmen des Businessplan-Wettbewerbs bleiben weiterhin gratis, weil die Regierung des Fürstentums Liechtenstein als Träger der Veranstaltung diesen Businessplan-Wettbewerb subventioniert. Und jeder die Sicherheit, wenn er seine Idee einbringt, die gehört auch ihm. Die wird ihm nicht gestohlen. Das ist klar. Also die Vertraulichkeit ist ein absolutes Muss-Kriterium. Jede Idee, die eingebracht wird, jeder Businessplan, der eingereicht wird, wird absolut streng vertraulich behandelt. Sind die Liechtensteiner kreativ, wenn Sie den Vergleich haben? Sehr. Also man muss natürlich auch dazu sagen, die Universität tut ihren Beitrag dazu, weil wir eben im Bereich Entrepreneurship einen Studiengang haben, der genau dieses Themengebiet aufrollt. Und die Studentenzahlen zeigen ganz klar, dass das Thema Unternehmertum für sich sehr interessant ist und dort wird wirklich gelernt, wie ein Unternehmen zu gründen ist und das ist auch Teil des Studienplanes, dass die Studierenden einen Businessplan schreiben und dort wirklich das Handwerk des Businessplanschreibens erlernen. Jetzt muss man, glaube ich, sozusagen von Vaduz nach Schaan, wenn man da durch Schaan durchfährt, dann sieht man den Demel-Café. Genau. Der ist auch in der Universität entstanden als Idee. Ganz klar. Also es sind sehr viele Unternehmen, die irgendwo mal ihren Ursprung im Businessplan-Wettbewerb gehabt haben. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel auswendig, aber zum Beispiel die Firma Adlos ist prädestiniert, war einer der ersten Preisträger, der interessanterweise aber nicht mit der eingereichten Idee schlussendlich durchgestartet ist, sondern mit etwas ganz anderem. Und womit? Mit der Entwicklung von Elektronik. Sie produzieren heute zum Beispiel Schaltteile für die Firma Howald. Aber die Bandbreite ist also unendlich. Es ist vollkommen egal, aus welchem Bereich die Idee kommt. Es ist offen. Vollkommen egal, ob man sozusagen damit Millionen verdienen möchte oder auch nur ein ganz kleines Geschäft aufziehen. Es geht im Prinzip wirklich um die Überprüfung, ist der Businessplan solide, funktioniert er, ist die Marktbeurteilung korrekt, sind die Finanzen richtig beurteilt und eingeschätzt. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob es ein Dienstleistungs- oder ein produzierendes Unternehmen ist. Das ist bei allen Unternehmen dasselbe. Stichwort Finanzen, eine wichtige Funktion eines Businessplans ist ja auch, dass man damit im Idealfall eine Bank oder einen Investor überzeugen kann. Wird auch darauf geachtet? Ganz klar. Also die Finanzplanung muss dementsprechend aussagekräftig sein. Schlussendlich, wenn ich einen Businessplan fertig geschrieben habe, dann sollte ich die Grundlagen dafür haben, dass ich bei einem Finanzinstitut vorsprechen kann, sagen, okay, ich brauche jetzt einen Betriebskredit oder einen Kontokorrentkredit und da sollten wirklich diese Informationen rauskommen. In welchen Zeitrahmen wird ein Businessplan gemacht? Für 5 Jahre, für 3 Jahre, für 10 Jahre? Das kommt ganz darauf an, auf die Branche und das Unternehmen selber, aber im Normalfall wird zwischen 3 und 5 Jahren geplant. Wie lange betreuen Sie das jetzt schon? Ich bin jetzt das 3. Jahr im KMU-Zentrum als Projektleiter tätig und somit das 3. Mal mit dabei. Und wenn wir sozusagen vielleicht auch ganz kurz über das Thema KMU reden, wir können in der jetzigen Zeit nicht ganz am Wechselkurs vorbeigehen. So gefühlsmäßig würde ich sagen, trifft die KMUs am härtesten. Absolut. Das ist eine sehr, sehr brisante Situation. Wobei ich aber sagen möchte, dass eine Panik hier ganz klar falsch am Ort wäre. Ich denke, jedes KMU ist gefordert, jetzt über die Bücher zu gehen und zu sagen und vor allem zu schauen, wo können wir wirklich noch optimieren, wo haben wir noch Potenzial, wo ist noch Luft nach oben. Da sind wir jetzt wieder beim Businessplan-Wettbewerb. Genau. Ideale Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, wie kann ich diesen Wechselkursverlust kompensieren. Genau. Oder auch zum Beispiel mit neuen Dienstleistungen oder Produkten auffangen. Wo habe ich Möglichkeiten über Einkauf aus dem Ausland oder neue Modelle, die das Ausland mit integrieren, dass ich mich von Schweizer Franken zum Beispiel unabhängiger mache oder dementsprechend besser auf Euro-Situationen reagieren kann. Da gibt es natürlich jede Menge an Möglichkeiten, die man betrachten kann.
Würde auch in diesen Businessplan-Wettbewerb fallen, wenn jetzt ein KMU-Zentrum sagt, okay, ein KMU-Unternehmen sagt, wir produzieren das Produkt X, bis jetzt zur Gänze in Liechtenstein oder der Schweiz, aber wir könnten eigentlich bestimmte Vorstufen in der Slowakei, in Polen oder in China machen? Dort würde ich sagen, geht es nicht direkt in die Entwicklung eines Businessplans, sondern das ist eine laufende Optimierung des Unternehmens. Mhm. Und da ist vielleicht der Businessplan-Wettbewerb nicht das richtige Gewässer. Also muss schon was Neues sein? Es muss schon was Neues sein. Es müssten wirklich neue Dienstleistungen sein oder eben komplett neue Märkte angehen. Das wäre dann eher das Kriterium, wo ein Businessplan-Wettbewerb der richtige Rahmen dafür bieten würde. Nochmal zurück auf diesen Wechselkurs 1:1. Aus Ihrer Erfahrung, ist das verkraftbar für die Mehrzahl der KMUs? Weil, ich meine, jetzt sagen die Politiker, na, da müsst ihr halt weiter rationalisieren. Aber die rationalisieren ja schon seit 2006. Das ist richtig. Ich denke, dass dort irgendwann einmal das Limit erreicht ist. Man kann nicht unendlich optimieren. Also man muss dann wirklich neue Wege gehen, neue Produkte, neue Dienstleistungen andenken und dann aber auch wirklich außerhalb der bestehenden Rahmen denken. Und ich denke, das ist die Herausforderung für die KMU, diesen Weg zu gehen, weil das ist eigentlich nicht das Themengebiet, wo sie in der Vergangenheit wirklich konfrontiert wurden damit. Das letzte Mal, als diese Situation eingetreten ist, haben wir gesagt, ja, man muss optimieren. Das haben die Unternehmen gemacht. Viele haben rationalisiert, haben Robotik eingekauft, automatisiert. Und das hat ihnen vielleicht irgendwo zwischen 10% und 20% Reduktion der Kosten gebracht. Aber durch diese Wechselkurssituation stehen wir heute wieder quasi am selben Standpunkt, oder? Haben aber sehr viel investiert in der Zwischenzeit. Und das wird in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein. Und ich glaube, man muss es ja auch aussprechen, es war ja schon in der Vergangenheit so, dass die Schweiz und die Liechtensteiner nicht bekannt dafür waren, dass sie die billigsten im Markt sind. Das ist klar. Wir haben natürlich ganz klare Strukturen, die ja, kostenintensiv sind. Und das schlägt sich schlussendlich auch auf die Preise der Produkte und Dienstleistungen nieder. Noch einmal zurück zum Businessplan-Wettbewerb. Ist es wirklich so, dass die Idee reicht oder muss schon noch ein bisschen mehr als die Idee da sein? Also eine gewisse Vorstellung, wie das produziert wird, wo das produziert wird, was es kostet, was ich erlösen kann? Ganz klar. Also normalerweise hat man nicht nur eine Idee und sagt, ich will jetzt das Produkt XY auf den Markt bringen, sondern man hat sich schon wesentlich mehr Gedanken gemacht. Da geht es wirklich darum, diese Gedanken in Form zu gießen, in eine Form zu bringen und quasi in ein Businessmodell zu integrieren und richtig zu strukturieren. Dann sehe ich sehr, sehr schnell, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Businessplan-Wettbewerbs, dass wir Leute schulen und das Wissen vermitteln, dass sie diese Entscheidungen selber treffen können. Wenn jemand bei diesem Businessplan-Wettbewerb mitmacht und es nicht in die Runde der letzten 8 schafft, hat er trotzdem irgendeinen Stempel Teilnehmer am Businessplan-Wettbewerb? Es ist so, dass alle Teilnehmer am Businessplan-Wettbewerb bekommen auf jeden Fall ein Feedback. Mhm. Das wird von der Jury gegeben. Und nur weil jemand nicht prämiert ist, heißt noch lange nicht, dass dieses Modell nicht tragfähig ist. Also im Gegenteil, manchmal ist es sogar so, dass die in der zweiten Reihe stehen, mehr Aussicht auf Erfolg haben als die schlussendlich prämiert werden. Oder? Weil es gehört natürlich immer noch sehr, sehr viel dazu, diesen Schritt dann auch zu wagen und sagen, okay, und jetzt gründe ich mein Unternehmen und jetzt starte ich wirklich durch damit. Bei den Neugründern ist es der Schritt von der Theorie in die Praxis, den müssen sie dann selber machen. Das ist richtig, der Schritt müssen Sie auf jeden Fall selber machen, aber Sie werden nicht dabei allein gelassen, oder? Weil wir versuchen mit unseren Phasen, die wir im Businessplan integriert haben, von der Dream-It-Phase, das ist eigentlich die Planungs- und Denkphase, über die Plan-It-Phase, das ist die zweite, wo dann wirklich da am Businessplan gearbeitet wird, über die Connected-Phase, beziehungsweise die Started-Phase noch zuerst, dann wirklich diesen Schritt in die Umsetzung zu machen und nachfolgend dann die Connected-Phase, wo die jungen Unternehmer dann auch untereinander wieder vernetzt werden. Wie intensiv beteiligen sich die Studenten an diesen Businessplan-Wettbewerben? Wir haben jetzt im Masterstudiengang Entrepreneurship ein Modul, wo im Rahmen des Moduls ein Businessplan ausgearbeitet wird. Und wir rechnen natürlich damit, dass auch der Großteil der Studierenden dort sich am Businessplan beteiligt. Von wie vielen Menschen reden wir?
Nur eine Dimension. Das sind vielleicht 30 Leute, die in diesem Modul drin sitzen. Also das ist eigentlich relativ viel für einen. Ganz klar. Und das sind dort vielleicht 9 bis 10 Businesspläne. Also es ist ja nicht so, dass jeder einen eigenen Businessplan schreibt, sondern dort werden Teams zusammengefasst, weil eben auch sehr wichtig ist, dass die Kompetenzen möglichst breit verteilt sind. Das heißt, wenn ich als Einzelunternehmer durchstarten will, dann muss ich alle Kompetenzen in mir selber vereinen oder ich muss mir das Know-how extern zukaufen, zuholen. Wenn ich das Ganze im Unternehmerteam aufsplitten kann, dass ich Bereiche habe, die mit der Verwaltung, mit den Finanzen und so weiter Erfahrungen haben, dann ist das natürlich ein Vorteil, dass ich ein solides, breit gefächertes Team habe, das sehr gute Aussichten auf Erfolg hat. Dann machen wir sozusagen zum Schluss noch Werbung und Sie können gleich kontrollieren, ob ich alles richtig mitbekommen habe. Informationen gibt es auf businessplan.de. Korrekt. Teilnehmen ist gratis. Einzelne Schluss, 28. April. Richtig. Und vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben 2 Startveranstaltungen am 3. und am 4. Februar. Die Veranstaltung am 3. Februar findet um 18 Uhr an der Universität Liechtenstein statt. Eintritt ist gratis. Eintritt ist gratis und dort wird informiert, wie das Ganze abläuft und was alles dazu notwendig ist und was man alles bekommt. Und was ganz wichtig ist, die Masken, die Vorlagen, die gibt es auch im Internet. Es gibt jede Menge Vorlagen auf unserer Webseite. Auch unter businessplan.li zu finden. Und die Ideen, die muss man selber mitbringen. Das ist richtig. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Sie interessiert, auch wenn Sie vielleicht nicht daran teilnehmen wollen. Aber Sie wissen, jede Idee ist gefragt. Dankeschön. Noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von 1FL TV. Wiedersehen.